Herzlich willkommen, ihr Flussbesitzer und Regimegegner, ihr enthusiastischen Liebhaber guter Literatur. Willkommen beim ersten Teil des August. Unten findet ihr natürlich wieder die Verlinkungen, die Zeitmarken, sodass ihr euch den restlichen Sermon sparen könnt, wenn euch nur ein oder zwei Bücher interessieren aus der Reihe. Und ich werde übrigens das Video gewohnt spoilerfrei halten. Ich werde also hier bei diesen kurzen Zusammenfassungen keine Schlusspointen verraten und werde auch die Beziehungen der Protagonisten so weit wie möglich verheimlichen. Bevor wir aber zum August kommen, muss ich euch noch Alexander Kluge, 30. April 45, ins Gedächtnis rufen, beziehungsweise muss euch dazu noch eine Rezension abliefern, denn das hatte ich im Juli tatsächlich vergessen. Ja, es ist ein Sachbuch, das allerdings auch darüber hinausgeht. Aber zunächst mal die Sachbuchelemente. Kluge versucht hier eben diesen einen besonderen Tag, Hitlers Todestag, in ein Geflecht einzubetten. In das Geflecht aus Berliner Machenschaften, die also in der Hauptstadt spielen. In der Hauptstadt versuchen eben die letzten verzweifelten Soldaten, die jungen Knaben und die alten Säcke, das Heer der vor allem der Roten Armee aufzuhalten. Mit schaudernswürdigen Elementen, mit veralteten Pistolen, mit einer fragwürdigen Moral, die aber schon davon geprägt ist, dass Hitler tot ist, das weiß man zu dem Zeitpunkt auch. Trotzdem versuchen hier noch ein paar Tapfere, zum Beispiel im Berliner Olympiastadion, sich der Roten Armee entgegenzustellen. Jetzt kommt eben etwas darüber hinausgehendes, was nicht mehr nur sachbuchmäßig ist, denn Kluge sagt jetzt, dass diese Soldaten, diese jungen Knaben dort unten in dem Gewölbe des Olympiastadions auf eine konfiszierte Kunstausstellung treffen und dann so gebannt sind von den Gemälden, von den impressionistischen oder expressionistischen entarteten Kunstwerken, dass sie sich eher dafür interessieren als für die Kanonenschüsse der Russen, die jederzeit ihnen eigentlich die Rübe wegballern könnten. Das ist schön, wie hier Alexander Kluge einfach das literarische Element, das künstlerische Element im Geschichtlichen sucht und das dann eben ausweitet. Er bleibt aber nicht nur in Berlin. Er geht dann auch in ein kleines Dorf und schaut, wie dort die Menschen versuchen, ihr Fell zu retten, ihre Häute zu retten, wie sie entweder paktieren mit den heranrückenden Russen oder wie sie versuchen, in den amerikanischen Sektor zu gelangen, weil sie schon von den sich langsam wie Lauffeuer verbreitenden Vergewaltigungen hören oder von den Geschichten dazu. Erfahren sie etwas, sie erfahren, wie dass es im amerikanischen Sektor einfach besser aussieht. Deswegen kommt hier so eine Flucht Richtung Westen zustande. Davon abgesehen gibt es aber auch noch ein paar hineingeschobene Kommentare eines anderen Schriftstellers von Jirgel. Und Jirgel hat genauso wie Alexander Kluge den Georg-Büchner-Preis erhalten. Das ist wichtig, um sich, wenn man sich klar machen möchte, mit welcher Sprache man es hier zu tun hat. Die ist nämlich überformt, die ist kunstvoll. Die schaut eben auch in die Perspektive der Figuren und schaut in die Köpfe der Figuren, in ihre Handlungen, versucht ihre Motive zu ergründen und benutzt dabei literarische Elemente. Und gerade Jirgel mit seiner völlig ausufernden und nicht immer unseren Regeln entsprechenden Grammatik kann es dem Leser auch schwer machen. Denn er benutzt andere Zeichen, er benutzt eben eine Orthographie, die nicht unserem Verständnis entspricht. Und dadurch entzieht sich der Text erstmal. Man könnte jetzt damit argumentieren, dass sich dem Leser aber auch diese Zeit entzieht und dass Jirgel dadurch versucht, etwas grammatisch auf eine Bühne für unser Bewusstsein zu bringen, was sich für die Menschen auch vor den Augen ergeben hat. Eine völlig unfassbare Welt, die im Umbruch war, die zerstört war, in der man einfach nicht mehr sicher wusste, was die Wirklichkeit ist. Von dem her finde ich das gelungen, auch wenn es das Lesen nicht immer leichter macht. Es ist allerdings, und das ist eine kleine Einschränkung, eine wichtige Einschränkung, wie ich finde, es ist nur für jene empfehlenswert, die mit der Materie schon vertraut sind, die definitiv schon ein paar andere Dokus oder eben Sachbücher gelesen haben, die also zu würdigen wissen, dass Kluge hier über das rein Geschichtliche hinausgeht und die vielleicht auch ein Interesse an der Frage haben, warum er das macht. Ansonsten kommt man hier, glaube ich, schnell zu der Einsicht, hä, was ist das? Wieso schreibt er so? Warum schreibt er nicht klar? Und das ist definitiv ein Gedanke, den das Buch nicht verdient hat. Ich würde euch gerne seine Leitaussage, sein Motiv noch kurz vorlesen. Das sagt er nämlich. Wer die Massaker nicht erinnert, der pflegt sie. Und insofern haben wir es hier mit einem, ja, im klassischen Sinne humanistischen Werk zu tun, das versucht eben die Gräuel aufzubereiten und aufzuarbeiten, damit das Individuum wieder einen Halt findet in der Gesellschaft, damit es seine Welt nicht als etwas völlig Verrohtes und vom Bösen Bevölkertes sieht, sondern aus dieser Niederlage, die es ja aus militärischer Sicht war, zu einem neuen Leben zu finden
um sich daran aufbauen zu können, dass daraus eben auch gute Ansätze hervorgegangen sind. Ja, dass man dieses Trauma eben nicht verdrängt, sondern bewältigt. Das erste Buch, das ich im August gelesen habe, ist von Chinua Achebe, Heimkehr in fremdes Land. Achebe ist ein Schriftsteller, der 1930 in Nigeria geboren wurde und der definitiv eine sehr prägende Gestalt für die afrikanische Literatur ist. Zum Beispiel Chimamanda Adichie hat sich stark an ihm orientiert und nennt ihn auch einen ihrer Vorbilder. Das Buch ist übrigens, wie ich finde, hier schlecht im Titel übersetzt. Normalerweise bekommt der Titel noch einen unbestimmten Artikel, nämlich Heimkehr in ein fremdes Land. Ich würde euch also zu einer anderen Ausgabe empfehlen, das schon mal vorneweg. Ihr findet von, ich glaube, Fischer eine schöne Ausgabe. Das hier ist eben in dieser Süddeutschen Zeitung Bibliotheksreihe von den Metropolen hier Lagos herausgegeben worden. Hat mich nur 1 Euro gekostet, da habe ich zugeschlagen. Und innen der Text ist auch, wie ich finde, wunderbar übersetzt. Also wenn ihr das findet im Internet für 1 Euro, könnt ihr das eben auch machen. Ich finde es nur, es sieht halt eher aus wie eine Werbung zu Renates Gemüseladen als wie ein Cover zu einem Roman, ist so mein Empfinden. Und ja, wie gesagt, der Titel ist halt so ein bisschen ja, entfremdet. Worum geht es? Wir lernen hier Obi kennen, ein junger Mann in Nigeria, der nach England geschickt wird, um dort zu studieren. Denn wir sind in den 50er, 60er Jahren. Die jungen, talentierten, vor allem Männer, aber auch Frauen, werden ins englischsprachige, ja, im besten Fall halt Oxford oder Cambridge geschickt, um dort zu studieren, um dann wieder zurückzukommen und das Land aufzubauen. Das Interessante an diesem jungen Obi ist, dass er selber in Nigeria aus einem Dorf kommt, das eben nicht, ja, das nicht ferner von Lagos steht als zum Beispiel London. Denn ich glaube, wie heißt sein Dorf? Ich hoffe, ich finde es gleich, genau, Umuofia. Dort stammt er her und seine Eltern sind noch so ein bisschen gebildeter als die anderen im Dorf, denn sein Vater ist immerhin Priester. Die anderen Dorfbewohner sind noch geprägt von so einer sehr stammesmäßigen Ordnung der Gesellschaft. Sie benutzen auch ganz viele Sprichwörter, wir würden halt sagen Bauernweisheiten, in denen sich ihre Naturverbundenheit ausdrückt, in denen sich auch ausdrückt, dass sie eher geneigt sind, immer einer Regenwolke die Macht über ihr Leben zu geben, aber niemals dem eigenen Verstand, oder dass sie eher auf die Bewegung eines Schweines achten, wann es sich um Mitternacht eben wie bewegt. Und daraus können sie dann eher eine Schlussfolgerung über eine bevorstehende Krankheit ableiten, als aus der Aussage eines westlichen Arztes. Eine Weisheit, eine Bauernweisheit, die eben an Obi gerichtet ist, hat mir auch so gut gefallen, dass ich sie mir merken möchte, dass ich sie jetzt auch in Deutschland so häufig wie möglich anwenden werde. Einfach mal bekannten, schön, locker, flockig diesen Satz hingesagt. Ich glaube, da kann man mit Reaktionen rechnen. Es heißt nämlich, wer einen Fluss besitzt, der soll sich seine Hände nicht mit Spucke waschen. Ja, und ich finde das anrührend, naturalistisch, ekelhaft, gefällt mir, merke ich mir. Also das ist so ungefähr das Milieu, aus dem dieser Obi stammt. Und er muss sich dann nicht nur in England zurechtfinden, sondern dann auch in Lagos. Und das ist für den Leser, für den westeuropäischen Leser oder europäischen Leser interessant. Und nicht nur interessant, ich will dieses blöde Wort interessant mal loswerden. Sondern es bietet dem Leser dadurch einen Einblick in die Gedankenwelt Obis, da der sich ja selber auch mit dem Lagos auseinandersetzen muss, dass wir somit auch durch seine fremden neuen Augen betrachten können. Und damit schafft es halt Achebe jetzt auch westeuropäische oder generell eben nicht afrikanische Leser ein Verständnis dafür einzutrichtern. Das Buch ist sprachlich, finde ich, sehr konventionell geschildert. Es versucht sich nicht in modernen Spirenzien. Es schildert die Geschichte von Obi. Klar, es hat noch ein paar andere Nebenfiguren, die aber deutlich in den Hintergrund treten. Obi ist übrigens, und da spoilere ich nichts, Obi ist zu Beginn in einen Prozess involviert. Er soll nämlich der Korruption schuldig sein. Und das ist auch ein großes Thema, denn hier in Nigeria ist es Ende der 50er Jahre immer noch so, dass vor allem die britischen Beamten in den höchsten Stellen sind und langsam versuchen, die Nigerianer nachzurücken und machen sich dabei aus unterschiedlichen Gründen immer wieder der Korruption schuldig. Teilweise ist es aber auch zurückzuführen auf die Kultur, was wir eben dann auch in dem Dorf wieder erleben. Das heißt, der Obi versucht, sich mal anders zu verhalten. Er versucht, sich neutral und objektiv und seinem Staat verpflichtet zu verhalten, was aber nicht immer gelingt. Was aus Gründen gelingt, die er aber gar nicht alle zumindest hundertprozentig kontrollieren kann. Deswegen würde ich sagen, es ist ein definitiv moralisches Buch.
Es gibt, wenn man hier mit Adorno sprechen will, und warum nicht, ich meine, ist doch immer gut, wenn man so einen schlauen Menschen einfach mal zitieren kann, aber Adorno hat ja gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich denke auch, dass Obi mit seinen Bemühungen hier in den Umständen, in denen hier er gefangen ist, zu denen nicht nur die Korruption zählt, sondern natürlich auch noch ein Rassismus durch die Weißen, die ja immer noch in dem Land sind, und auch durch die zunehmende Lust der Nigerianer auf die westliche Kultur, dass der Obi in diesem Mischmasch aus verschiedenen Verhältnissen es eben nicht schafft, aufrecht zu bleiben, weil ihm auch von anderer Stelle einfach herangetragen wird, dass er sich doch so zu verhalten habe wie alle anderen. Und das impliziert eben auch die Korruption. Auch die Unabhängigkeit Nigerias von England wird hier thematisiert und damit eben auch die beginnende Emanzipation des afrikanischen Kontinents, der merkt, dass er auch mehr zu liefern hat als immer nur Rohstoffe. Und ja, die Traditionen der nigerianischen Bevölkerung werden hier auch für den westlichen Leser in einer, wie ich finde, immer sehr, also wie gesagt, in einer konventionellen, aber trotzdem sehr bunten Weise geschildert. Das Buch hat mir von vorne bis hinten Spaß beim Lesen gemacht. Das ist ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, vor allem als Einstieg in die afrikanische Literatur, denke ich, bietet es sich an, vor allem, weil sich eben viele modernere afrikanische Schriftsteller an Achebe orientiert haben. Von dem her, ja, ist es ein relativ konventionell gehaltenes, aber inhaltlich für mich so noch nicht gelesenes Buch. Definitiv eine Empfehlung. Außerdem habe ich noch Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe gelesen. Dazu findet ihr aber auch eine ausführlichere Kritik schon. Deswegen möchte ich hier nur noch mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Wir haben es hier mit dem Wilhelm zu tun, der versucht, sich ja, sein Leben aufzubauen und der von Goethe dann in die Welt geschickt wird, um sich eben zu entwickeln. Und das macht der Wilhelm zuerst beim Theater und das macht er dann aber auch bei einer Gesellschaft, in einer sogenannten Turmgesellschaft, in der die Menschen sich eher mit so ja, ganzheitlich weltlichen Fragen auseinandersetzen und die eher einen allpolitischen und holistischen Blick auf die Welt haben und schauen wollen, dass sie ein bisschen reicher werden als die anderen. Ganz häufig haben wir auch hier verschiedenste schillernde, manchmal ja, matt tumbe, manchmal aber auch hellauf glühend leidenschaftliche, intellektuell ansprechende Frauenfiguren, in die Wilhelm sich Hals über Kopf, manchmal aber auch eher zart, manchmal auf eine gleichermaßen philosophisch anrührend intellektuelle Weise verliebt. Aber er verliebt sich doch relativ häufig. Ja, so ungefähr würde ich relativ kitschig zugegebenermaßen und nicht immer hundertprozentig neutral den Inhalt zusammenfassen. Ist ein Roman, der für mich jetzt in seiner Entwicklungsgestalt den Wilhelm Meister gar nicht so richtig würdigt. Und gerade die Turmgesellschaft am Ende macht für mich als Leser dann auch die Entwicklung fragwürdig. Das hatte ich ja auch schon erwähnt in meinem längeren Video, dass ich es eben nicht für einen Entwicklungsroman halte, wenn jemand oben steht wie ein Marionettenspieler und mir eben sagt, wie ich mich bewegen soll oder zumindest meine Schritte schon vorausplant. Denn mit Iago haben wir hier einen Protagonisten aus der Turmgesellschaft, der Wilhelm Meister so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Ansonsten ist es sprachlich, also das will ich auch gar nicht unterschlagen, dass wir es hier mit einem der ersten Romane überhaupt zu tun haben und Goethe musste sich einfach komplett neu auf diesem Feld erfinden. Er musste sich und seine Gestalten, seine Art der Betrachtungsweise der Figuren neu erfinden. Ne? Deswegen ist auch mein altkluger Verweis auf die fehlende Psychologisierung hier bitte nur so zu verstehen, dass mir natürlich bewusst ist, dass Goethe einfach nicht auf den Gedanken kam, dass Gedanken an sich, so normale Gedanken, Alltagsgedanken, ja für den Leser vielleicht interessant sind. So, das wusste man zu der Zeit halt noch nicht. Da musste halt alles wie bei Schiller immer sehr euphorisch sein. Also geben Sie Gedankenfreiheit. So, darunter konnte man es halt gedanklich offenbar nicht machen. Und deswegen ist hier auch bei Wilhelm Meister alles immer ja, bis Unterkante, Schädeloberdecke, blühend, blendend, immer hundertprozentig, immer das Absolute. Ist trotzdem ein Buch, das ich eben aufgrund seiner ja, vor allem genealogischen Bedeutung empfehlen würde. Zumindest den Literaturfreaks. Allen anderen, die jetzt einfach nur Bock haben auf eine Entwicklungsgeschichte und die sagen, doch, ich habe auf jeden Fall den Grips und ich will mich nicht unterfordern, ich will schon was Ordentliches lesen, dann ist es für euch der Zauberberg. Zumindest ja. Dann habe ich gelesen von Michael Krüger, die Turiner Komödie. Michael Krüger ist ein, wie ich gelesen habe, eigentlich vor allem ein Herausgeber,
Und er arbeitet bei irgendeinem großen Verlag. Ich habe jetzt leider vergessen, bei welchem. Er hat aber auch ein paar Bücher schon geschrieben. Und ja, die Turiner Komödie ist eben eins davon. In dem Buch geht es um einen älteren Herrn, der mit dem Tod eines Freundes sich auseinandersetzen muss und dann versuchen muss, so seine Angelegenheit, also die Angelegenheiten des verstorbenen Freundes zu regeln. Denn dieser Verstorbene war ein Schriftsteller, er war ein Uniprofessor, der offenbar von der ganzen Welt geliebt, geschätzt wurde, der aber auch nicht ganz das war, was er zu sein schien. Dann gibt es ein paar Frauenfiguren. Hier haben wir zum Beispiel eine Martha. Und ich habe ehrlich gesagt ein paar Namen schon wieder vergessen. Ich glaube, wir haben drei Frauen. Eva gibt es noch. Mit denen sich dann auch der Rudolf, das ist übrigens der Erzähler hier, auseinandersetzt, die er kennenlernt, um die Angelegenheiten seines Freundes zu regeln. Aber ihr ahnt es schon, dann eben auch selber mit den Frauen in einen anderen Kontakt gerät. Der Krüger hat es sich nicht nehmen lassen, auch so ein paar humoristische Elemente, fantastische Elemente einzubauen. Es gibt also auf der Dachterrasse zum Beispiel einen Zoo. Da gibt es ein paar Tiere, die auch ganz vermaledeit aussehen, teilweise keine Haare mehr haben und dadurch eben etwas schaurig Schönes, Schockierendes bekommen. Ich finde den Roman, das ist jetzt so eine inhaltliche, ja, noch ein kleines Detail. Ansonsten ist es wirklich auch ein sehr schmales Bändchen. Es ist also wirklich stark darauf fokussiert, diesen Nachlass zu verwalten und auch ein bisschen immer wieder in die Vergangenheit sich katapultieren zu lassen. Die Studentenjahre werden hier reflektiert, natürlich geprägt von linker Literatur, geprägt von linker Politik, von ganz viel Party in der Küche, von wenig Geld, langen Bärten, vielen Zigaretten, viel Sex, viel Sartre, viel Nietzsche. Ja, also eigentlich an sich kein uninteressantes Werk. Michael Krüger hat in meinen Augen nur keine Sprache, also er ist einfach tatsächlich sprachlich nicht begabt. Krüger kann sich nicht direkt disziplinieren, finde ich. Er kann offenbar nicht herausfinden, wann ein Satz ein Wort zu viel hat, vielleicht auch zwei, drei. Das heißt, sprachlich ist das einfach nicht sauber gearbeitet. Wir haben auch hier Figuren, Charakteristika, die plötzlich auftreten, die sich dann widersprechen. Der Erzähler sagt, also dieser Rudolf, der Ich-Erzähler, der sagt dann auch mal über die Martha, sie würde ihm jetzt bestimmt wie immer wieder Vorhaltungen machen über seinen schwelenden Rassismus. Nur leider kennt der Erzähler die Martha erst seit ein paar Stunden oder er weiß gar nichts von ihr und sie weiß auch nichts von ihm. Also offenbar hatte der Krüger, der Autor dieses Buches, verschiedene Formen des Romans im Kopf oder wusste eben eigentlich schon nach wenigen Seiten nicht mehr, was seine Protagonisten noch vor ein paar Seiten eben gedacht und getan hatten. Und das stört beim Lesen massiv. Ich mag das nicht, wenn ich merke, dass der Erzähler seine Figuren nicht im Griff hat, dass er sie nicht beherrscht, dass er ihnen auch nicht die gebührende Liebe entgegenbringt. Denn das, also man würde, denke ich, eine Figur, der man nahe steht, nicht solche definitiv dummen Sätze und eben auch fehlenden konzisen und präzisen und konstanten Charaktereigenschaften geben. Deswegen ein Buch, das übrigens auch, finde ich, ein recht scheußliches Cover hat. Ich weiß nicht, es sind einfach nur Seiten. Also auch fürs Auge ist das jetzt nicht unbedingt was. Ich habe außerdem gelesen Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman von Wilhelm Genazzino. Ich denke, ihr wisst aus vorherigen Videos schon, dass ich ein Fan oder ein Bewunderer von Genazzino bin. Genazzino ist leider im vorigen Jahr gestorben. Er hat uns etwa 20 Romane hinterlassen, mit denen wir uns jetzt begnügen müssen, in denen wir unsere Tränen abwischen. Denn sie sind, finde ich, zumindest alle, die ich kenne, sie sind alle großartig. Und unter diesen großartigen Romanen sticht dieser noch hervor. Und ich denke auch, das ist für all jene, die ihn noch nicht so gut kennen, unseren sehr geehrten Genazzino, ein guter Einstiegsroman. Hier ist nämlich vieles exemplifiziert, was dann auch die weiteren Romane prägt. Und es sind viele Ansätze, vor allem auch ausgearbeitet und reflektiert. Also Genazzino spricht über sein Schreiben und über sein Wahrnehmen, was es uns auch ermöglicht, mal einen startenden Blick dafür zu bekommen, sodass wir uns dann in den weiteren Romanen von ihm ja mit einem besseren Verständnis auf die Details konzentrieren können. Es geht um einen jungen Mann namens Weigand. Ich spoilere natürlich wieder nichts. Der junge Mann lernt ein paar Frauen kennen. Er lernt die ersten Monate, die ersten Momente der Liebe kennen. Er ist ein talentierter Mensch,
der allerdings nicht so der gute Schüler ist. Deswegen ist er gleich zu Beginn auf Stellensuche, er soll eine Ausbildung machen. Es spielt übrigens in den 60er Jahren oder 50er sogar noch in der Adenauerzeit und alles ist noch ein bisschen muffig, bürgerlich. Der junge Weigand findet dann schließlich auch eine Stelle in einer Spedition. Er ist eigentlich aber daran interessiert, zu schreiben. Das tut er dann auch für eine Zeitung, was er mit offenbar Talent und Engagement tut, sodass er in dieser Hierarchie der Zeitschrift auch aufsteigt. Ja, und das scheint eigentlich alles positiv zu laufen. Das Entscheidende ist, dass dieser Weigand eben Beobachtungen macht und ich würde euch gerne mal eine vorlesen. Da ist er in einem Café. Ein starker Eindruck entstand, wenn einzelne Gäste gezahlt hatten und ihren Tisch verließen. Fast jedes Mal zog dabei jemand die Tischdecke halb herunter. Eine Küchenhilfe eilte herbei und schob die verrutschte Tischdecke wieder zurecht. Kaum war sie damit fertig, erhob sich an einem anderen Tisch ein anderer Gast und verzog ebenfalls die Tischdecke. Die Küchenhilfe sprang wieder hin und brachte auch diesen Tisch in Ordnung. Am eindrucksvollsten war vermutlich, dass keiner der aufbrechenden Gäste das von ihm verursachte Missgeschick bemerkte. Ich versank in der Betrachtung der Vorgänge und nannte sie das Unaufhörliche. Was uns diese Stelle vermittelt, ist, dass der Weigand offenbar etwas wahrnimmt, was die andere nicht wahrnimmt, was er auch im absolut banalen Alltäglichen sieht und was er gleich in einen Begriff zu packen genötigt ist. Er kann nicht anders und er muss eben verbalisieren, das muss er auch im weiteren Verlauf. Dieser Passus zeigt uns aber auch, dass Weigand eigentlich nicht überheblich ist. Und immer dann, wenn er das tut, wenn er in weiteren Verläufen und in anderen Gedankengängen sich auf irgendeine Weise über die Besonderheiten und ja, vielleicht auch Charakterunwürdigkeiten der Menschen echauffiert, dann bemerkt er im nächsten Schritt immer, dass er gerade hochmütig ist. Und das möchte er nicht sein. Und dann tritt er zurück und versucht seine Beobachtung ein zweites Mal ohne diesen Hochmut, ohne Dünkel. Das ist also ein sehr empfindsamer Blick, wie ich finde. Das Unaufhörliche, das er eben hier in einer ja, relativ banalen und für uns gar nicht merkwürdigen, aufmerksamen oder aufmerkwürdigen Situation erscheint, das ist für ihn aber dennoch bemerkenswert. Und so haben wir es hier mit der Überhöhung des eigentlich sehr Banalen zu tun. Genazzino geht hier der Frage nach, wie man Menschen und Dinge aufnehmen kann, wie man sie verarbeiten kann und wie die Aufnahme und die Verarbeitung und die Formulierung immer gleichzeitig auf den Formulierenden zurückfällt. Denn ihr kennt ja natürlich die existenzialistischen Philosophen, ihr kennt Nietzsche, ihr kennt andere erhabene Denker, ihr kennt auch neue, moderne Literatur, in der vielleicht gerade junge Männer, die Literaten werden wollen, immer mit einem großen Anspruch antreten und immer die euphorischen Worte dafür finden, wie verkommen alle anderen sind, wie verkommen die Bürger sind. Und das muss nicht immer schlecht sein. Ich will mich darüber gar nicht auslassen. Köppen zum Beispiel, den ich sehr verehre, hat das immer so gemacht. Er wollte immer zeigen, wie scheußlich das alt-nazihaft Bürgerliche ist. Er macht das allerdings nicht so. Dieser Weigand ist jemand, der sich offenbar nicht aus der Gesellschaft herausnehmen möchte. Er möchte ein Teil von ihr bleiben. Er merkt dann später auch bei einem Theaterbesuch, dass die Theaterproduktion offenbar das Unaufhörliche, so wie er es nennt, auch aufsaugt und es benutzt. Dass also die Traurigkeit, die in vielen Dingen den feinen Beobachter anspringt, auch merkantilisiert, auch zu Geld gemacht wird. Und was ich auch ganz toll an Genazzino finde, ist seine Herangehensweise und die Eleganz, mit der er Metaphern benutzt. Denn bei ihm ist es anders als bei allen anderen Schriftstellern, die ich kenne, so, dass die Menschen, die Protagonisten, in dem Fall der Weigand, durch die Straßen gehen und diese Protagonisten sehen, ohne dass sie das möchten, die Metaphern für ihr eigenes Leben vor sich. Also sie denken sich etwas nicht aus, sondern die Stadt bietet ihnen oder das Umgebende bietet ihnen die Metaphern an. Und der Weigand, der ist einmal sehr traurig, weil etwas geschieht, was ich nicht nennen werde. Und er merkt, er schaut einen Kellner an und dieser Kellner singt und schaut in ein Spülwasser. Und er ist für einen kurzen Moment gewillt, das als Metapher für seine Emotionen zu betrachten. Dann merkt er aber, dass er in seinem Haar ein paar verwehte Sandkörner findet. Und mit einem Mal wird ihm klar, dass diese Metapher ja viel, viel eher geeignet ist, sein inneres Wesen zu beschreiben. Und darin, finde ich, schafft es Genazzino eine ganz, ganz sanfte Verbindung zwischen dem beobachtenden Schriftsteller und der Welt
aufzubauen. Eine Verbindung, die also wirklich zum ersten Mal nicht von der Gewalt des Autors geprägt ist. Der Autor unterwirft sich seine Umwelt nicht, sondern er muss mit ihr interagieren. Das finde ich so herzerwärmend, weil dadurch jeglicher Führungsanspruch oder ja, jeglicher Herrschaftsanspruch des Autors wegfällt. Also er ist ein Teil dieser Umwelt. Ja, ich denke, wir lernen hier in dem Roman einen jungen Mann kennen, der uns seine Gedankenwelt und vor allem seine Herangehensweise an die Welt vermitteln kann und dem Leser dadurch auch nochmal eine, ja, wie auch immer, eine Spiegelfläche für das eigene Denken bietet oder vielleicht auch eine Abgrenzungsmöglichkeit, vielleicht eine Art Vorbild aber auch sein kann. Denn ganz vieles davon ist, finde ich, einfach in seiner Konfliktlosigkeit und in seiner Kompromissbereitschaft sehr, sehr modern und sehr sanft und ist dazu geneigt, Dinge und Menschen miteinander zu versöhnen und somit auch Menschen miteinander zu versöhnen. Das ist ein, ich finde, durchaus positives Buch. Und ja, wer jetzt noch nicht bei Amazon das Buch bestellt hat oder bei seiner Buchhandlung angerufen hat und gesagt hat, so hier, eine Frau, eine Wohnung, ein Roman, bitte, ich möchte es sofort, der ist, ihr denkt es euch schon, selber schuld. Ein weiteres kleines weißes Büchlein, diesmal aber mit einer Frau vorne drauf. Bei Genazzino ist es ja ein einsamer Mann, wir haben hier eine einsame Frau, die Autorin Banana Yoshimoto, NP heißt der Roman. Und wie ich euch in einem anderen Video schon gesagt hatte, bin ich immer neugierig auf japanische Literatur und ja, dachte ich, belese jetzt einfach mal Yoshimoto, denn einige Rezensionen bei BookTube habe ich schon gesehen und manche waren ja auch positiver. Ja, kurz zum Inhalt, wir haben hier ein paar junge Menschen, die, ich glaube, es sind 3 oder 4, die wir kennenlernen. Ein paar heißen also hier zum Beispiel Kasami oder Shoji oder Otohiko. Diese jungen Menschen lernen sich kennen. Sie sind von ähnlichen Gedanken beeinflusst. Und ich spoilere da nichts, denn man erfährt es gleich zu Beginn. Die Gedanken und die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, sind zum Beispiel der Suizid oder generell der Tod. Aber auch die aufkeimende Liebe, die sexuelle Liebe, wie die intellektuelle Liebe vielleicht auch. Das Übersetzen von Werken ist ein Thema tatsächlich. Die Literatur an sich und die Kraft, die Literatur eben ausüben kann beim empfänglichen Leser. Das ist ein Thema. Die Freundschaft kommt immer wieder vor. Und ja, ein sehr schmales Büchlein. Yoshimoto versucht eben auf knapp 160, 170 Seiten diese verschiedenen Themen und Motivlagen so miteinander zu vereinbaren und verbinden, dass sich am Ende ein neues Muster oder ein neues Beziehungsgeflecht ergibt. Und ja, ich für meinen Teil finde, um das gleich vorwegzunehmen, dass ihr das zwar gelingt, also es kommt etwas Neues zustande, es ist aber kein Werk, das mich begeistert hat. Zur Hälfte, aber auch das muss ich sagen, zur Hälfte des Romans war ich noch fest entschlossen, dieses Buch gern haben zu mögen, gern haben zu müssen, vielleicht auch ich wollte es und ich dachte, ich hätte auch alles Recht dazu. Allerdings war ich am Ende dann doch ernüchtert. Das kommt dadurch zustande, dass Yoshimoto auf einer sprachlichen Ebene, ich denke wie viele andere Japaner auch, mit sehr genauem kleinen Meißel arbeitet. Sie benutzt also auch Stilmittel, sie benutzt sehr viele Anklänge, Andeutungen, Ähnlichmachungen zwischen Protagonisten. Es gibt Spiegelungen in Handlungsebenen, es gibt Spiegelungen im Aussehen. Häufig werden 2 Frauen als Schwestern von anderen identifiziert, was sie aber nicht sind. Die sexuellen Erfahrungen sind sehr ähnlich aufgebaut und als Leser war ich immer dahinterher, jetzt Max, du darfst nichts verpassen, Max, du musst hier aufpassen. Hier, das ist bestimmt gerade wesentlich, wenn du das nicht verstehst, dann verstehst du am Ende nicht, worum es geht. Und manchmal hatte ich auch den Gedanken, dass jetzt gleich Murakamis sprechende Katze angehoppelt kommt und auf der nächsten Seite jetzt das Zepter übernimmt, aber es war nicht so. Es gibt also keinen Schwenk in den magischen Realismus. Yoshimoto bleibt hier der ja, quasi realen oder unserer üblichen Ebene verpflichtet. Ich finde, es hätte ihr ein bisschen mehr psychologische Relevanz gut getan, denn am Ende macht sie aus diesen zahlreichen Elementen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, sehr wenig. So zart die Sprache zum Beispiel auch ist und so zart sie es versteht, immer wieder dem Leser vielleicht gespannt zu machen auf eine Wendung, die da kommen könnte, die psychologisch vielleicht sehr tief sein könnte oder die eben fantastisch sein könnte, die kommt einfach nicht. Und dadurch habe ich dann am Ende tatsächlich das Gefühl, dass Yoshimoto hier quasi mit unredlichen Mitteln gearbeitet hat, da sie dem Leser etwas, ja, die Vorspiegelung falscher Tatsachen quasi. Denn der Roman ist am Ende
mir sei dieses böse Wort jetzt verziehen, aber es ist ein ganz banaler Roman, der am Ende auch nichts anderes ist als zu Beginn. Und wenn ihr jetzt den tatsächlichen Plot-Twist am Ende wüsstet oder den eben auch mal kurz im Internet recherchiert, dann habt ihr schon, worauf es hinausläuft. Und das ist dann für mich bei der ganzen Möglichkeit an Motiven, die hier drin stecken, ja, unerklärlich, wie sie das einfach alles beiseite schiebt. Denn die Motive wie Suizid, wie die Kraft der Literatur, die Kraft der Übersetzung, wie übersetzen Menschen unterschiedlich und was ergibt sich aus unterschiedlichen Übersetzungen? Bedeutet das etwas oder kann man daraus einen Schluss ziehen auf unsere Kommunikationsfähigkeiten, wenn wir Menschen schon Werke nicht gleich verstehen können? Auch hier, die einen sagen ja, dieses Buch ist toll, yeah, bestes Buch überhaupt, super, super, klasse. Es ist ein Schleier und alles ist geheimnisvoll, während andere sagen, es ist ganz schlecht und ich verstehe gar nichts und ich mag überhaupt nichts, kein einzelnes Wort. Also wenn es offenbar auch bei der Literatur so unterschiedliche Ansätze gibt, wie kann man dann überhaupt davon ausgehen, dass Menschen in anderen Themen miteinander kommunizieren können? Das steckt da drinnen. Also es ist ein Gedanke, den man hier durchaus hätte größer machen können, aber sowas verpasst Yoshimoto oder mag sie offenbar nicht, weil es ihr wichtiger ist, am Ende eben auf eine an Konventionalität gar nicht zu übertreffende Wendung hinzuarbeiten. Außerdem habe ich noch gelesen, Hertha Müller, der Fuchs war damals schon der Jäger und Helga M. Nowak, die Eisheiligen. Da die beiden Werke aber für mich einfach so überragend sind und so wichtig sind, dass ich sie jetzt nicht einfach so kurz noch hinweg rülpsen möchte und weil sie sich eben auch thematisch so ähneln. Wir haben hier nämlich einen Ceausescu-Roman in einem totalitären System und wir haben hier einen Ulbricht-Roman, falls es ein Roman ist, aber eben eine Kindheit im Nazisystem und dann in der frühen DDR. Ich finde, es gibt hier durchaus also Parallelen. Wir haben auch zwei Schriftstellerinnen, wir haben zwei sprachlich einfach begnadete Autorinnen, sodass ich dem Buch gerne in einem separaten Video nachkäme. Und zweiter Effekt ist, dass sich in euch hoffentlich eine Spannung aufbaut. Okay, ja, das war's ansonsten mit meiner Zusammenfassung des ersten Abschnitts des Augusts. Das waren jetzt relativ viele Genitive. Ich hoffe, es ist ein Buch für euch dabei gewesen. Hier seht ihr sie nochmal, diese, ich glaube, 6 hübschen Büchlein sind es geworden. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, den habt ihr jetzt gerade schon bestellt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Baba.